Hallo, ich grüße euch und freue mich, euch wiederzusehen. Einige kennen mich schon. Ich bin Pamo, der Künstlerbär und das Maskottchen von Heike, meiner Schöpferin. Vor jedem Blick ins Atelier gebe ich euch eine kleine Einführung. Hier stehe ich gerade in einer Bibliothek und lasse mich von alten Büchern und Papier inspirieren. Diese Papieralterung möchten wir im Atelier künstlich mit Farbe erzeugen. Diese künstlich gestalteten Papiere könnt ihr dann weiterverarbeiten, zum Beispiel als Urkunde oder Designpapier. Ich bleib noch etwas hier. Hallo, tretet ein ins Atelier. Wir beginnen heute mit einem schneeweißen Aquarellpapier, 120 Gramm auf den Quadratmeter, leicht angeraut. Wir brauchen noch ein Tintenfass mit wasserfester Tinte und eine Schreibfeder oder Zeichenfeder. Meine hat in der Mitte eine Vertiefung, so hält sie die Tinte besser. Und jetzt versetze ich euch in eine längst vergangene Zeit. Zurück in der Gegenwart möchte ich mit euch diese Wattebällchen basteln. Ihr braucht Wolle, einen Nylonstrumpf, egal welche Farbe, und Watte. Das kann auch Synthetikwatte sein. Reißt euch ein Stück ab, nicht allzu groß, und rollt es mal in der Hand, sodass es eine Kugel wird. Und dann wird es einfach mit dem Strumpf, Nylonstrumpf umwickelt, ein bisschen straff gezogen, mit einem Bindfaden fixiert. Und dann wird der Reststrumpf abgeschnitten. Diesen Watteball brauchen wir gleich, um unser Schriftstück einzufärben. Das klappt damit sehr gut. Bevor wir das Papier einfärben, reißen wir das. Ihr könnt nach unten reißen oder eben nach oben. Ich entscheide mich, das nach oben zu reißen. Durch das Reißen des Papiers gibt es bei mir dünnere Schichten, die sind auch ein bisschen ausgefranst und werden gleich die Farbe anders aufnehmen als das übrige Papier. Nun kommen unsere selbstgemachten Wattebällchen ins Spiel. Dann braucht ihr noch einen Pinsel und einen Plastikdeckel, der dient mir hier als Palette. Da rühre ich die Farbe an, ganz normale Wasserfarbe in den Farben Ocker, Rostbraun und Schwarz. Jetzt mische ich die Farbe und auf einem Stück Papier mache ich eine Farbprobe. Ich muss berücksichtigen, dass die Farbe im trockenen Zustand heller wirkt. So, ich beginne mal rechts in der Ecke. Die könnte ich mir eventuell wegreißen, wenn es mir nicht gefällt, und trage mal die Wasserfarbe auf. Ich nehme noch was Wasser an den Watteball, fring den aber gut aus, er darf auf keinen Fall tropfen, und verreibe jetzt ein bisschen die Farbe. Und mit diesem feuchten Ball nehme ich auch die weitere Farbe auf und färbe das ganze Blatt ein.
Das Papier wälzt sich natürlich jetzt, aber die Backunterlage aus Silikon ist hier sehr hilfreich. Sie hält das Papier fest. Wenn das ganze Papier gut durchgetrocknet ist, beginne ich, den Watteball in schwarze Farbe zu tauchen und setze die schwarze Farbe auf die Ränder auf. Das ganze Papier ist mir noch nicht schmutzig genug und ich gebe auf das trockene Papier noch eine dunklere Lage drauf, benutze aber jetzt auch ein bisschen Türkis und Rostfarben. Ja, soll Alterungsspuren darstellen. Wer weiß, wo es überall gelegen hat. Mit dem Pinsel arbeite ich gezielt dunkle Stellen ein. Da fehlt mir noch was. Ich werde das Blatt noch knicken und mal sehen, wie es dann, ob es dann noch älter wirkt. Ich färbe die Knicke noch etwas ein. Dazu nehme ich dunkles Braun und Schwarz ein bisschen gemischt. Also da, wo der Knick ist, da setze ich oben auf die Kante einfach ein bisschen Farbe. So, das finde ich, sieht schon etwas verwitterter aus. Auf Kölsch würde man sagen, uselig oder oll. Und weil ich gerade meine Muttersprache erwähnt habe, Kölsch, werde ich auch den Kölner Dom jetzt mal auf dieses alte Papier drucken. Dazu benutze ich hier von mir eine Gummiplatte, auf die ich schon bereits den Dom eingeritzt habe. Ich markiere mir hier mal ein paar Stellen, damit ich den Dom immer an der gleichen Stelle einsetze, wenn ich ihn nochmal drucken muss. Ich drucke mit Acrylfarbe, die ich mit Trocknungsverzögerung versetzt habe und benutze zum Einfärben des Doms ein Kosmetikschwämmchen. Also alles Materialien, die ihr euch auch besorgen könnt oder vielleicht schon im Haushalt habt. Ich reinige den Gummistempel, indem ich ein bisschen Wasser mit Spülmittel versetze und das drauf sprühe und anschließend abreibe. Die mittige Komposition gefällt mir noch nicht. Ich werde den Dom jetzt nur teilweise mit Farbe bedecken und Teildrucke machen an manchen Stellen.
Den mittleren Dom werde ich mit Pinsel und Farbe noch etwas nachbearbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Film zum kreativen Handeln animieren und inspirieren. Schreibt mir doch mal einen Kommentar, wie euch dieser Film gefallen hat. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. Bis bald!